that look at us, fam. We are a bunch of cunts. Wer soll zu dir sein? Ich mein, der Name sagt mir was. Ich kenn man vielleicht, wenn man Flow auf YouTube falsch geschrieben hat. Die Namenswahl ist mystisch und doch komplett beschissen. Wie soll man dich denn bitte schön mit Autokorrektur finden? Nach eurer Quali musste ich mich übergeben gehen. Gibt eine Menge zu erzählen, ich bin sicher eine 10 aus 10. 10 Minuten Beat, 10 Minuten Text, 10 Minuten Rap mehr. Seid ihr mir nicht wert, ja? Yeah. Spontan noch gedisst, ja. Ich ficke diese Whitehead, bitte geh mir aus dem Bild. Diese Cornflakes werden weggefickt. Und zwar 16 Filler, was darüber, dass du einfach scheiße bist. Redet durch euch alles ein, doch du hast wirklich keine Skill. Alles an deiner Quali ist doch vollkommen sinnbefreit. Flow-Level, Brandstifter, Text-Level, Leberstein. Vor dem CIA Mike, knock dich aus wie Mike Tyson. Blöde Frage, ist dir wirklich nicht dein Scheiß peinlich? Du und Devil, seid die Quali euch am Reimpfeifen. Du sagst, ja klingt hart, scheiße, lass mir erstmal einreichen. Ey, yo Basti, ich hab dich doch schon einmal zerstört. Ich nehm dich nicht ernst, hab bis jetzt so deine Quali gehört. Dieser Basti trifft, ich mein den Takt, der macht halt gerne Fehler. Junge Robin, ich sagte doch, gib mir mal ein paar echte Gegner. Du hast auf deinem Discord-Profil Bild Tadeus drauf. Das hier ist das Squid Game, du kommst hier nicht mehr Leben draus. Bloß nicht bewegen, sonst gibt es einen Schuss. Du bist der Grund, dass Ricker Willen schieben muss. Reise Büro Zwischenrunde war ne gute Entscheidung. Denn jetzt komm ich weiter ohne eine richtige Leistung. Ace will gewinnen mit paar heftigen Lines. Doch weiß nicht mal, wie man richtig 015 schreibt. Mom hat dich leider nur nicht lang genug geschüttelt. Kein Zahn-Infantess-Syndrom, leider nur verkrüppelt. Dein Video entstand doch wohl auf LSD. Finalkandidat, dort nur Mini-ABB. Ted und Chris hatten keinen Bock auf dich, machten einen Seitensprung. Denn sie mappen bei deinem Rap, da gibt es keine Steigerung. Dass du in diesem Turnier bist, 4K ist halt nur noch Glück. Du bist wie ein dummes Pokémon, du entwickelst dich zurück. Das kommt, wenn man versucht, ohne Anspruch zu rappen. Mach das auf Hyperpop, dann kann ich die Matschbuben betteln. Junge, bist du doof, was daran lässt du bitte Rapster? Du bist so wie Shaco, nur dass du die Scheiße wirklich ernst meinst. Devil sagt, du holst sicher hier die Punkte. Doch nur wenn ich vor euch Bein stehe, geh ich hier vor die Hunde. Also was los, Florian? Warum hast du denn so, Florian? Du hast da höchstens nur in deinem Namen einen Flow, Florian. Ah. Zwischenrunden Trottel, ich zeige dir, wie viel Bock ich auf dich habe. Wenn ich sage, du bekommst einen fetten Tritt in die Visage und das reicht für dich. Denn dein Name zeigt uns allen, wie verdammt genial einfallsreich du doch bist. Denke an ZFG und hab dann gleich verstanden. Sie haben sich wegen deinen ultra schlechten Rap nur scheiden lassen. Junge Basti, deine Lines sind nicht lustig, sondern Schmutz. Die sind ja sogar noch peinlicher als mein alten Hooks. Ey yo Michael, deine Quali war ja ne krasse Ansage. Werde dich klappen jetzt aus dem Turnier. Wir schlagen so einen Lappen, wie du willst, hier würd ich noch Respekt hab. Ha, Digga, was? MC Katzenbaum, der Typ, der Schrott produziert. Nen Friseur, den brauchst du nicht, denn du bist hier doch schon rasiert. Guck doch etwas fröhlicher und pump dir mal ne Ecstasy. Du siehst zwar nicht so aus wie Slash, auch dafür so wie Zachary. Wer soll zu dir sein? Ich mein, der Name sagt mir was. Ich kenn man vielleicht, wenn man Flow auf YouTube falsch geschrieben hat. Die Namenswahl ist mystisch und doch komplett beschissen. Wie soll man dich denn bitte schön mit Autokorrektur finden? Doch ich hab von deiner Scheiße genug. Mach mal nicht mit deinen 14 Jahren auf wegen Gangster. Wegen Leuten wie dir versteh ich ja sogar Kinderschänder. Dass du nie ein Mädchen hast, musst du wohl in den Texten mit Vergewaltigungsfantasien kompensieren. Was ist denn los mit dir? Damit das jetzt rüberkommt, musst du nämlich bubige sich mit einer Maske wegkaschieren. Yeah, yeah. Red's dir weiter ein, doch Fakt ist, dass du gar nichts fixst. Aber ich find's lustig, dass du meinst, dass du sympathisch bist. Nein, es gibt konstruktive Kritik, weil du sagtest, dass dein Wichsenmaster professionell ist. Ja, ich fege dich zwar von der Bühne, boah, doch eins haben wir gemeinsam, wir beide holen doch das grüne Zeug.
sieht so wie du keinem was bedeutest. Du hast nicht meine Family, du hast nicht meine Freundin. Glaubst du ernsthaft, dass das witzig ist? Du schiebst dir Quark in deine Fresse, bis man meint, ein Typ hätte dir ins Gesicht gespritzt. Die peinlichen Fetzer nicht mal am Namen gelegen. Letztendlich bist du, bleibst du einfach nur ein haariges Kind. Dass du echt denkst, dass du gut schreibst, aber damn, Dicker, nein, das tust du nicht, Mann. Denn du bist eine kleine Bitch, die was ist, was hier nicht sein sollte. Ey, du bist nur ein Niemand. Glaub mir, Pixie, Mann, egal was du so tust, es wird schmutzig, weil du merkst doch selbst, dass du verlierst, ja. Auch wenn du sagst, dass du das hier gewinnen willst, weißt du doch immer dich selbst, dass du hier verlierst, ja. Ja, wer ist dieser MC Mickey Maus? Ich kann sehr viel wissen, wobei das ist übertrieben. Ja, wer ist dieser MC Mickey Maus? Es halt wirklich niemand, weil der Lappen würde fliegen. Egal, was du versuchst, deine Fronts reichen nicht. Dein größter Gegner sind nicht wir, sondern der Copyright-Claim. Dass du frustriert von uns im Fame bist, ey, das fand ich echt top. Hast die halbe Punchline gegen uns schon in der Quali gedroppt. Ich muss Bamru betteln, dieser 0815 Typ kriegt jetzt auf die Fresse. Beim Drive-By trifft er die Kugeln wie den Tag, deshalb hat er auch lieber ein Messer mit eingepackt, yeah. Ich wach auf, ich wach auf, ich muss Bamru betteln, dieser 0815 Typ kriegt jetzt auf die Fresse. Beim Drive-By trifft er die Kugeln wie den Tag, deshalb hat er auch lieber ein Messer mit eingepackt, yeah. Du bist so ein King, so ein richtiges Genie, machst den Pausenwurf auf King, aber niemand hat dich lieb, du wannabe. Wo bist du denn ein MC? Bist du unbeschreiblich mies und niemand hat dich lieb. Heul dich rum, wenn du hier wieder verlierst. Du dich absolut blamierst und den Battle voll kassierst. Du Mensch, gewonnenes Meme, bist im Leben wie MC. Bist du absolut am Arsch und niemand hat dich lieb. Was gegen die Style-Arena, trotz Band steh ich hinter jedem Einzelnen da. Abgesehen davon, dass ich auch Song wie Slash, abgehackte Zeilen in Sadeneffekt. Für deine Mutter bist du ein obdachloses Sorgenkind. Kommt sie in dein Zimmer, wirft sie dir aus Reflex immer paar Euros hin. Bist ein Drecks-Junkie mit Tourette-Syndrom. Deine Lehrerin sagt, hol die Stichpunkte raus, du ziehst die Ärmel hoch. Du bist hier der Wax-Rapper, hast du das gecheckt? Bist du gerade 69, aber ich mach hier den Sex. Ich schlag dich zusammen mit nem Bügelbrett. Ich bin lyrisch 10 Jahre voraus, du bist lyrisch 10. Wie du ständig Infos siehst, ist echt gerade nett. Man, bei der Geburt googelst du erstmal die Adressen deiner Eltern. Man kann halt so nen Bastard auch nicht ändern. Wenn er bekifft genug ist, liegt der locker Sachen von sich selber. Bro, die Zeile musst du nicht bereuen, weil meine Freundin so fucking hässlich. Würd ich die auch lieber verleugnen. Nach meiner Runde wird der Flow viel lieber tot sein. Rap ist wie ein Liebesleben, ey, denn es reicht nur für den Trostpreis. Flix Curlo gegen Mickey Mouse. Ich ermord dich grad so und dann fliegst du raus. Ich tick an Gangster einen Huni. Du bist ein Penner, chillst mit Goofy. Du bist hier in meinem Jörg-Revier. Bist bloß ein dummes Nagetier. Mit dir mach ich Tierversuche. Da helfen keine Widerrufe. Ich platziere Käse, dann schnapp die Falle zu. Zerschlag dir die Zähne, schreib's in dein Tagebuch. Wer ist ein Versager und hat gar nichts drauf? OT. Wer versteckt sich denn? Er sieht so scheiße aus. OT. Damals siehst du's da, warum lässt du dich denn nicht scheiße? Du streckst dich an und wirfst dich besser, doch es reicht nie. Wer ist ein Versager und hat gar nichts drauf? OT. Wer versteckt sich denn? Er sieht so scheiße aus. OT. Damals siehst du's da, warum lässt du dich denn nicht scheiße? Du streckst dich an und wirfst dich besser, doch es reicht nie. Als der Mickey Mouse ist doch mal Cornflakes gegessen. Und ich schien mir schon ordentlich zu schmecken. Also rede nicht, du elendiger Pflege bist, du lächerliches Pflegemist. Warum du das hier machst, was du machst, Alter, was ist denn das? Digga, Mann, du kriegst auch täglich die Wichse deines Vaters, du Milchmaus. Es ist der Seitenbacher, Kleinstadt-Taster, der dich einfach nass macht, so wie ein Glas Wasser. Snowy, du findest den Fakt, dass ich keiner kenne, dich blöd. Aber wie du rappst, kommst du auch ins Szene Top 5 aus der Mobbing-Zeit. Wenn jemand kommt, ich schreib wie morgen, wieso hat das Musik für dich wirklich nur ein Hobby bleibt? Keine dopen Patterns, wo leer, bringt Snow wieder Tanzflow. Fehler als Video, ein Anime, Wallpaper und mit billig Funk. Als ob du nichts Besseres hinbekommst. Sagen kommt ins Battle, ey. Bist du nicht diese Fotze, die so ein Rap-Guest Turnier leitet? Was soll dich unterscheiden von jedem der Rapper, bei denen sie bei ihrem Teilnehmer Welt als Maßstab gelten? Ich bin ein und Pat und Sudden, der twittet sich. Heißt im Endeffekt, Smith wird Suicide wird veröffentlicht. Und dein Gerapper bringt nichts außer Ohren. Karzinom, ich schutt auf den Scheiß Tintenfisch, als wär ich Feuer Mario. We'll be right back.
Ich komm in die Arena und lass die Erde beben. Und ihr werdet elendig noch um euer Leben flehen. Okay, Spaß, ich meine, schau mich mal an. Ich hoffe nur, ich werd nicht wieder mit den Besten gepackt. Ihr trägt Sonnenbrillen, weil ihr verkacken Keks Gewinner seid. Ich sag euch, Gewinner seid ihr, weil ich hab ein drittes Bein. Denkt ihr, ihr seid mit der Qualität anziehend? Ihr habt Wüstenscheins, weil ihr den Atmen kennt. Galaxy Glück, ich darf auch dunkelhäutig wählen. Digga, ich würfel, was ich sag, ich bin ein dummes Höfchen elend. Ich bin wie ein König, aber wenn ich die Schmuckknalle habe, ich ein Feature plus Performance wie eine Topfpflanze. Quick, du bist so scheiße, du bist sowieso wack. Du nennst jemanden Hurensohn, Jojo-Effekt. Ihr könnt es euch ersparen, eure Texte zu schreiben. Ihr und Rap hast du zusammen wie Dreadlocks und Weiße. Ich hasse Cornflakes über alles auf der Welt, denn ich hasse sie so sehr, sogar mehr als dieses Geld. Nougat-Boss, von den ganzen Bits wirst du fett, denn wenn du dich bewegst, dann bebt die ganze Erde. Kinder, passt auf, dass ihr in euch nicht den Zucker stopft, denn ihr wollt ja nicht aussehen wie der fette Nougat-Boss. Ich möchte nicht, dass Schichtel weint, deshalb nehme ich mir Zeit. Der Baby, Staffel 2, ich bin bereit. Kiki ist nun endlich da und wird der neue Battlestar. Und wer was anderes behauptet, dem leg ich die Feste nach. Du bist der Innere von Wackness und dafür muss bald verleiden. Projizierst du die Schwächen auf andere und kannst dabei selbst nichts reißen. Qualifikation, shit, bin on my way. RBB 600 Euro für Jace, OT's back. Nach so langer Zeit, um Gegner jetzt hopp zu nehmen, Freunde. Ich wach auf, ich wach auf, ich muss Bamru betteln. Dieser 0815 Typ kriegt jetzt auf die Fresse. Beim Drive-By trifft er die Kugeln wie den Tag. Deshalb hat er auch lieber ein Messer mit eingeparkt, yeah. Du willst der Allerbeste sein, doch verlierst die ganze Zeit und rappst über Pokémon. Wie kann man so ein Lappen sein? Mickey, verpiss dich mit deinem Disney. Wir sind hier nach Famous und ich kenn da nicht mehr Fischel. Real Talk wurde wegen euch erschaffen. Wollte euch als Beta betteln, aber kann's nicht lassen. Eine Crew voller Flaschen. Dann werde ich halt so fett wie Jair, weil ich euch vernasche. Deine Dummheit hat in der Schule aber hart gekickt. Du schaust auf dein Zeugnis und sagst, jetzt bin ich wohl Satanist. Du machst keinen krassen Scheiß. Deine Aussprache klingt, als kommst du frisch aus dem Behindertenheim. Sollte vielleicht so sein, yeah. Und die Quali namens Mobbingkreis ist ja echt spitze. Laut dem Dislike zu urteilen, ja, stehst du in der Mitte. Alles, was du kannst, bischelt aus dich super hart blamieren. Wie zum Beispiel in einem Battle gegen Superhard verlieren. Ich seh Pixis Quali und denke mir, Digga, was hab ich verpasst? Wenn Mieze Katzes Performance zu deiner Stimme passt. Petra fragt sich, wer kann dich hier noch stoppen? Doch Pixie kann alles, was du kannst hier toppen. Zurück zum Punkt, du gibst Nico Kritik, ja? Merkst du selbst, wie lächerlich das ist? Halt deine Fresse, du bist im Leben luschig. Ich wollte kein Feature, aber du kannst das als Ausrede nutzen. Junge, bist du doof, was daran lässt du bitte Rapster? Du bist so wie Shaco, nur dass du die Scheiße wirklich ernst meinst. Was erlaubst du dir denn, deine letzte Scheiße zu cutten? Kannst du selber von dir keine ganze Zeile ertragen? Dass du in diesem Turnier bist, für Geld ist halt nur noch Glück. Du bist wie ein dummes Pokémon, du entwickelst dich zurück. Denke an ZFG und hab dann gleich verstanden, sie haben sich wegen deinen ultra schlechten Rap nur scheiden lassen. Hat man dir denn nicht beigebracht, erstmal nüchtern zu werden, bevor du Text recordest, doch das fällt zunehmend schwer. Sprit zu Drachen, Lord für arme Leute, fahren zu seiner Schanze und schlagen ihm in die Fratze, weil sie glauben, das bist du. Was willst du mir sagen? Von dem C ist hier am weiten Florian hat Blut geleckt, aber nur bei seiner alten. Ey, vor dem C ist der begeil, vor dem C wird erster sein. Flo, bring dich um. PS, das ist ernst gemeint. Ja. Yeah.